Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Rail Nation. Und da ist jetzt eine neue Epoche angebrochen. Das ist so in dem Spiel gemacht, dass das halt die technologischen Fortschritte sind quasi in Epochen eingeteilt. Und jede Epoche schaltet bestimmte Dinge frei. In dem Fall sind das eben Betriebe und Loks. So, Moment, ich scroll mal ein bisschen raus. Genau, willkommen zurück. Moment, da komm. So, ich mach das mal jetzt noch ein bisschen leiser. So, mein Konto ist voll, wie man sieht. Ich muss mal was bauen. Das ist eben die Stadt Motzen, wo ich ja sitze und die benötigt bestimmte Waren. Ich klicke es mal nochmal an, die Stadt direkt. Ja, das zieht sich immer ein bisschen. Das ist halt einfach das Plugin, das das Spiel braucht, das Browser-Spiel. Das ist. Oh, das war jetzt gerade kurz laut im Ohr. Weitere Waren und das sind die benötigten Waren, wie die Versorgung ist und der Preis gestaltet sich entsprechend, steigt und sinkt. Und jetzt sind noch mal anklicken. So, wir gehen mal zu meinem Bahnhof. Wie gesagt, das dauert immer so ein bisschen bei mir. Ich weiß gar nicht warum. So wie man sieht, habe ich das alles so ein bisschen ausgebaut mittlerweile. Wir bauen mal das die Bank weiter aus und mein Kontolimit steigt, damit ich mehr Geld aufs Konto packen kann. So, wir sacken hier die Goodies ein. Schön. So, was ist das? Was hat er dann? Blinkt sich da einen ab? Achso, Versteigerung, ja, das lasse ich den Spielern, die da aktiver sind, sowas, weil ich würde es eh nicht richtig ausnutzen, dann lasse ich das lieber hier den anderen Leuten. So, ja, jetzt repariere ich mal meine Loks. Ja, magst du wohl. So. So, was ist denn dazu gekommen? Ah, okay. Stoff. Rauch. Motzenstoff. Nö, im Moment scheinbar nicht. Was im Moment Bedarf noch gibt, ist mehr Baumwolle. Da frage ich mich natürlich, warum sollte ich die Weberei anschließen? Mühle, Fleischerei. Ja gut, ich könnte natürlich die Fleischerei genau beliefern mit Rindviechern und würde dann da auch ganz gut Geld für bekommen. Vermutlich kann ich hier auch Geld bekommen, wenn ich Baumwolle liefere. Lum. Scheint wieder ein bisschen zu dauern. Oh, das wird sich lohnen. Wir wollen Garn haben. Wo kriege ich denn Garn her?
Garn. Von der Spinnerei. Wo ist denn die nächste Spinnerei, die ich anschließen könnte? Die ist doch angeschlossen, oder? Sehr schön, die ist angeschlossen. Ich brauche nur hier die Zugverbindung. Mal gucken, ob ich noch Platz habe oder ob ich das ausbauen muss erst. Gut, kann ich noch ausbauen. Das braucht jetzt ein paar, 3 Minuten. In der Zeit können wir uns weiter um die Loks kümmern, die ich warten muss. Vielleicht liegt jetzt auch daran, dass es noch Beta ist, dass das bei mir so ein bisschen länger dauert, bis das immer quasi reagiert. So, und die Rabe, das ist, also ich habe mittlerweile ja 4 Schwalben und eine Rabe im Dienst. Ist auch ein bisschen teuer von der Wartung, dafür zieht sie auch 4 und Waggons und ist auch ein bisschen schneller. So, gehen wir mal in die Forschung. Bei Epoche 1 na, warten wir erstmal ab. Oh, okay. Das hat sich aber verändert. Warte mal, wir gehen mal zu 1. Also da hat man die alte Optik aber besser gefallen, oder ist die nur in Epoche 1 und Epoche 2 bekommen, dass die Optik, das ist eine unterschiedliche. Ah ja, genau, das ist eine unterschiedliche Optik. In Epoche 1 sieht das so aus, genau. Also ich habe die Schwalbe voll durchgeforscht, habe die Loks natürlich entsprechend ausgestattet. Ich habe die Rabe erforscht, mir gekauft und ausgestattet. Ich habe jetzt die Nashorn erforscht und angefangen auszuforschen. Und es geht weiter zur Esel, zur Falke, Maulwurf. Gehen wir zur Epoche 2 dann weiter. Okay. Okay, hier sieht das so aus. Das fängt mit der Fledermaus an. Schwarzbär, Panther. Boah, Elefant. Okay, cool. Da würde ich sagen, ich habe 11 Forschungspunkte, gebe ich das direkt in die Fledermaus. Schön, was mit meinem Postfach. Ah, das Interessante ist, ich kriege natürlich vom System so Nachrichten, wenn irgendwas passiert ist. Ich kriege Prestige oder Motzen ist aufgestiegen, eine neue Stufe, kriegt dann auch dann neue Bedürfnisse. Oder auch andere Spieler können einen natürlich anschreiben, können auch Rundbriefe schreiben an alle Spieler in der Stadt zum Beispiel. Das war ein Rundschreiben an alle Spieler, die in Motzen sitzen. So, jetzt mal gucken, wer wirft denn am wenigsten ab? Moment, die Schwalbe hier. Wir haben hier einen neuen Fahrplan, startklar. Wobei, warte mal, noch 13 Sekunden, ja gut. Dann soll der liebe Garn hier hin liefern. Das bringt mir im Moment mehr Geld, als wenn er weiter Stahl nach Motzen bringt. Das Motzen ist ja ziemlich voll. Der Bedarf an Stahl und Motzen ist einfach gedeckt. So. Wo ist hier Garn? Oh, nee, nee, ich brauche ja nur 3. Oder? Ich kann nur 3 schleppen. Ich kann maximal 3 Waggons ziehen. Und dann fährst du weiter nach Motzen Süd. Die Waggons gibt es noch nicht. Oder die kann die nicht ziehen. Allerdings hat er Motzen keinen Bedarf. Also das ist jetzt weiter schlimm. Hm, der ist jetzt aber relativ niedrig. Naja, egal.
Fahr trotzdem mal. Ich kann es ja jederzeit umstellen, wieder auf die Bedürfnisse reagieren der Stadt oder von den Betrieben und entsprechend liefern. Alles gut. So, ich könnte jetzt noch eine weitere Lok kaufen, wenn ich wollte, wie man hier der 1 sieht. Allerdings, glaube ich, warte ich jetzt auf die neue Lok, die ich dann ja dann morgen erforscht haben sollte. Genau, also hier war ich bis zum Nashorn gekommen. Aber wie gesagt, dann kaufe ich mir lieber morgen die Fledermaus, wenn ich in der neuen Epoche bin. Gut, gut. Dann würde ich sagen, so läuft es jetzt hier. So sieht das also aus nach einer gewissen Zeit. Ich baue das fröhlich weiter aus, meine Betriebe. Und schau mal, wie sich das Spiel so entwickelt. Bis jetzt finde ich das ich finde das recht interessant. Allerdings bis jetzt noch nicht so wirklich anspruchsvoll, was jetzt so Planung und so angeht. Das ist relativ easy gemacht alles. Ich nehme an, wenn ich eine gewisse Größe habe, wird das alles noch interessanter werden oder herausfordernder von der Gestaltung von den Farbplänen und so. Das werde ich dann sehen. Und ihr natürlich auch. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns hier wieder. Und wenn ihr keine Lust habt, hier mit mir wieder herzukommen, dann in einem anderen Spiel oder in einem anderen Video. Tschüss!